John Wayne. Sind Sie John Wayne oder bin ich das? Na, ich muss mich jetzt ja eben positionieren hier. Also. Ich bin Batman. Ja. So, schön. Du bist Batman. Und ich bin der Jan. Batman und Jan, Moment, da ist irgendwas falsch. Ich kann sehen, dass sich dein Mund bewegt. Ja. Und weißt du, was ich höre? Erzähl. Du könntest doch einfach auch mal ganz offiziell unsere Zuschauer und den Herausforderer begrüßen. Das könnte ich auch machen, wenn ich dann jetzt endlich dann auch darf und nicht hier mich über irgendwelche Schärfe gerade da. Das Ende des Satzes ist in meinem Kopf untergegangen. Jan, möchtest du die Begrüßung machen? Ich glaube, das geht schneller. Also. Okay. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Battle Report aus der Spielebude. Heute haben wir wieder einen Gast da, den Jan, der diesmal nicht 300, 400, 10.000 Kilometer hat reisen müssen, sondern quasi hier ums Eck wohnt, ne? Ja, eine Stunde entfernt. Eine Stunde entfernt? Oh, pardon. Wie weit kommst du denn? Oder wo kommst du denn her? Aus Recklinghausen. Okay, dann doch ein Stückchen gefahren ist. Das tut mir leid. Nein, es tut mir nicht leid, dass du in Recklinghausen musst, das ist schön. Aber ja, dass ich das so falsch gesagt habe. Ich finde das nämlich immer total krass, dass Leute echt, dass ihr so weit fahrt, um hier mit uns zu filmen. So. Was spielt ihr denn? Wir spielen heute Warhammer 40k. Wie soll es anders sein? Du hast mitgebracht? Die Space Marines. 1500 Punkte Space Marines und zwar Ultramarines. Ja. Gegen 1500 Punkte Tyranniden. Und bei den Tyranniden habe ich mal irgendwie was aufgebaut, das hatte ich so noch nicht. Ich habe alle meine Kleinen aufs Feld geklatscht und lass mal gucken, ob das überhaupt irgendwas hat oder ob die total hart jetzt gleich den Allerwertesten-Version bekommen. Auf der anderen Seite, damit der Tobi auch wieder heute ausreichend Cheese sagen kann und ähnliches, habe ich ein Forgeworld-Modell mitgebracht, den Dimacaeron. Tschüss! Der Dimacaeron ist ungefähr so groß wie Häuser, ihr werdet ihn gleich noch sehen. Aber was? Hatte ich noch mitgesehen an dem Tag. Ja. Hast du noch gesehen? Genau, ja. Auf Facebook war es auch, aber ich finde es super, ja, dass du einfach auch mal mutig vortrittst, um den Monologe von Dennis zu unterbrechen. Das finde ich gut. Dafür kriegst du meinen Respekt. Das ist jetzt zwar eine linke Hand, aber so. Also, Ultramarines heute auf dem Heiligen Kreuz zu Käfer zu zertreten. Stimmt, genau. Wir haben hier nicht Malstrom des Krieges, sondern das andere. Ewiger Krieg. Ewiger Krieg, genau. So. Und dann die Mission Kreuzzug. Wir haben drei Missionsziele erwürfelt, zeigen wir euch gleich. Und was wir beide mit aufs Feld gebracht haben, ebenfalls in der Armee-Vorschau. Ja, draußen ist es? Dunkel. Dunkel. Und? Nass. Woran erinnert euch das? Wenn es draußen dunkel ist, was ist dann auf dem Spielfeld? Nachkampf! Ding, ding, ding! Damit steht es 1-0 für Jan. Oh, jetzt sind wir hier bei Jeopardy gelandet. Du bist Jeopardy. Nee, denn wiederum hätte er in der Frageform antworten müssen. Hat er aber nicht. Außerdem glaube ich, dass Jan Jeopardy gar nicht mehr kennt. Kann das sein? Siehste? Nee. Dennis, wir sind alt. Haare, ja, da braucht man graue Haare für, stimmt. Ah. Ja, im Neckbeard. Dann lieber zu den Armeen rüber. Hier haben wir als erstes die Donnerfeuer-Salvenkanone mit einem Tech Marine. Tada! Und du hast das hier befestigt, ne? Yep. Sonderregel. Das heißt, jetzt aktuell hast du einen 2 plus Cover Save. 4 plus durch die Ruine. Durch den Nachkampf. Genau, 4 plus durch die Ruine, 3 plus durchs Befestigen, 2 plus durch Nachkampf. Nice! Was hast du noch dann sonst? Dann kommen wir zu einem Standarddruck. Das sind 10 Marines. Einer hat einen Flammenwerfer und alle haben Bolter. Alle haben Bolter, auch der Sergeant? Ja. Alle Bolter. Aber keine schwere Waffe drin? Nein. Okay. Was hast du hier? Dann haben wir einen Reno. Da sind auch nochmal 10 Marines drin. Mhm. Auch einer mit Flammenwerfer und der Rest mit Bolter. Flamer! Du kannst hier schön Drive-By, ne? Schön ja. Aus dem Fenster rausflammen. Ja, ja, ich wollte es dir nur sagen. Deswegen steht das, schon das wollen wir heute sehen. Dann haben wir Tyranniden-Grillen. Der Wassertrupp. Da sind. Der ist so getarnt. Ja. 4 Raketenwerfer plus Sergeant? Ja, und der Sergeant hat eine Bolter. Da guckt der Dennis. Ey, mein letzter Devastator-Trupp, der war nur. Ja, da war Tonrauschi. Ja, stimmt. Was hast du denn hier Wundervolles? Das ist ein Modell von Forgeworld, ein Laser-Vindicator. Laser-Vindicator! Und er versucht mal schön das große Vieh, was da hinten ist, zu glätten. Auf den Dimacaeron. Warte. Schieß. Pa, 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 pa. Okay, für uns Unwissende, der hat Laserkanonen und davon viele?
also das ist eine Kanone, die ist synchronisiert. Wenn er stehen bleibt, kann er zweimal schießen. Und dann kann ich noch sagen, dass er sich überladen hat und schießt dreimal. Und dann würfelt er für überhitzen, ne? Ja, also so ähnlich. Und okay, bei einer 1 verliert er einen Lebenspunkt. Okay. Darf der denn dann noch schießen oder ist das die Ausnahme? Der darf. Dann darf er noch schießen. Dann darf er trotzdem schießen. Also ja, nicht überall überhitzen, einfach. Nein. Nice Ding. Also, wenn Dr. Evil Haie mit einem Laser auf den Kopf damals haben wollte, hat er an sowas gedacht. Ja. Schönes Modell. Ist auch ein echt schickes Modell. Okay. Was haben wir hier vorne? Hier haben wir nochmal einen Zehnertrupp. Auch das gleiche wieder. Ein Flammenwerfer und der Rest mit Bolter. Und da ist dann mein Captain mit einer Bolter und Kettenschwert. Und einer meisterhaften Rüstung. Bolterkettenschwert, meisterhafte Rüstung. Ich finde es übrigens total nice, wie du das mit der Servorüstung Beschädigung gemacht hast. Mit den Tupfern, wo die Farbe abgesprengt ist. Sieht sehr gut aus. Und hier hast du was? Ein Predator. So wie er hier aussieht mit... Ja, Laserkanone. Laserkanone? Und schwere Bolter synchronisiert. Und zwei schwere Bolter links und rechts. Ja. Okay. Und hier vorne, zu guter Letzt. Nochmal ein Rhino mit einem 10er Trupp Marines. Mhm. Und auch wieder das gleiche. Ein Flammenwerfer und mein Bolter. Okay. Das sind 1500 Punkte oder hast du noch was in Reserve? Dann. Ah. In der Reserve. Nochmal ein Landspeeder mit Typhoon-Raketenwerfer. Okay. Und einem schweren Flammenwerfer. Mhm. Das sind die Trupps, die in den Rhinos sitzen? Ja. Mhm. Und eine Landungskapsel. Und da ist ein Cybert drin? Cybert mit Energiefaust, schwere Flammenwerfer und Sturmkanone. Okay, der Cybert hat den Sturmbolter oder den Deathwind Missile Launcher? Die Sturmkanone. Sturmbolter. Sturmkanone. Nee, der Dropbot meine ich. Entschuldigung. Ach so. Hat der den Bolter. Sturmbolter. Ja. Sturmbolter. Ja. Da war wieder Verwirrung am Start. Jetzt kommen Käferchen. Von Dennis aus Metold. Das fand ich übrigens super, dass jemand in den Kommentaren gesagt hat, liebe Grüße nach Metold. Ja, das ist wunderbar. Da sind... Der Jan, der ist übrigens richtig geil. Wir waren mit seiner Armeevorstellung fertig und dann sagt er, ach so, apropos Matt. Ja. Dennis. Da hab ich noch was Kleines. Ja, geil. Matt. Matt. Matt für uns. Wie geil, da bringt der Matt mit. Da müssen wir gleich rein. Da müssen wir... Matt. Matt. Ja, sauber. Cool. Herzlichen Dank, du. Gette Faust. Bam. Yeah. Dennis, schaffst du das jetzt nahtlos, die Armeevorstellung durchzuziehen? Ich bin total perplex. Ich lege das gut mit mal an die Seite. Also wenn er dich... Gib mal Bestes. Wenn ich jetzt anfange zu sabbern... Zu schmatzen? Dem komisch zu quaken, dann bin ich hier dann nicht ganz. Fangen wir mal an. Hier vorne eine Einheit, 30 Ganten. Mit 20 Mal haben sie ihren Devourer, also die Dreischüskes. Neuralfresser und 10 Flashbohrer. Ich habe halt... Nur, ne, hat Punkte Danish, ne, anders gepasst. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Tyrannidenkrieger, ebenfalls mit ihrem Devourer und den, 3 mit Sensenclown und? Komplett, Standard. Okay. Sind nur für die Synapsen da. Also, ich hab... Devourer und Scathing Turns. Okay. Hab's hier, nee, ist ja okay, ich hab vor 2 Editionen mit Tyranniden aufgehört, deswegen... Okay, ja. Ein Zoanthrop. Nummer? Numero, 2. Ja, das ist wichtig. Ja. Das wird doch die wichtig. Haben allerdings alle die gleichen Psi-Fähigkeiten. Also da habe ich echt... Hast du gefudelt? Nee, hätte ich gefudelt, hätte ich Feel No Pain. Das habe ich aber kein einziges Mal erwürfelt. 20 Hormaganten, alle mit Adrenalindrüsen. Aufgrund der Erfahrung, die ich mit Dennis und Jordan habe, habe ich sogar nachgezählt. Es sind 20. Ja, das ist richtig, genau. Hier sieht man schön den Rücken des Die Macke Aero. Ja, warte. Da muss ich doch jetzt einmal... Ja. Weil, ne, wir haben gerade dein Laser Vindicator gewürdigt, dann müssen wir jetzt auch mal, ne, Forgeworld-Modelle. Forgeworld-Modelle sind schon einfach geil. Der sieht echt aus, oder so ein bisschen wie die Alien-Königin aus Alien 2. Ja. Also vor allem auch mit dem Kopf von alles, so. Alles von dem ist, ne, inklusive der Brustpanzer, das ist auch ein Maul, was frisst. Roar. Alles frisst von ihm. Okay. Nur so als Tipp, Jan, ne, falls ich nicht weiß, das hier muss tot. Ja. Gut. Das ist ja. Gut. Genau. Apropos, das hier muss tot. Ich habe mir gedacht, komm, so ein bisschen was Lustiges baust du in deine Armee rein. 2 Optionen, wie das hier muss tot, der muss tot. Die andere Option steht allerdings neben dem Leckern. Nämlich der in dem ein Brutvater drin sitzt. Ich dachte mir, wie lustig ist das denn? Da steigen dann also ein Brutvater plus 3 W6 Ganten aus. Und die halten auch noch so lange, oder? Die Dinger, ja, genau. Ja, da.
Gesicht. Ja, da ist das Gesicht. Ist schon eine Idee. Ja. Hier sind nochmal ein paar Tyrannienkrieger, ein weiterer Zoanthrop, 20 Hormaganten, auch wieder mit Adrenalindrüsen. Brutvater Nummer 1, quasi hinten war Brutvater Nummer 2, das ist eine 1, weil er ist mein HQ und gleichzeitig mein Warlord und hat die Miasma-Kanone ja. Gift 2 Plus. Der letzte Zoanthrop, 1500 Punkte. Die Würfel sind auch noch mit dabei. Das sind in Wirklichkeit auch Ganden. Die plöppen da später wie ein Ei. Oh. Ach, die haben sich weiterentwickelt, um sich in der Spielebude besser zu tarnen? Das ist ja Quatsch jetzt. Nee, ist so. Okay, aber kommen wir mal zum Wichtigen. Also in dem Spiel, wir haben natürlich wie immer, erster Abschuss, tötet den Kriegsherrn und Durchbruch. Genau. Hinzu kommen noch diese Missionsmarker. Uno, dos und tres. Wer die am Ende des Spiels hält, bekommt nochmal extra Punkte. Ich will die gerade 2 oder 3. Pro Marker. Aber wie gesagt, zählt erst im letzten Zug. Das hat wieder zufällige Spieldauer. Das heißt, wir spielen standardmäßig erstmal 5. Genau. Und würfeln dann, wie es weitergeht. Dennis hat zuerst aufgestellt. Ja. Dennis. Möchtest du klar? Gerne. Okay, dann ist die Frage beantwortet, ob Dennis auch den ersten Zug möchte. Dennis ja, möchte den ersten Zug. Auch den ersten Zug. Welche Überraschung? Oh, close. Okay, dann möge das Metten beginnen. Tyranniden. Zug 1.